Wir machen Schätzfragen-Battle, das heißt, uns werden gleich Fragen gesagt. Und dann tut ihr einfach am Handy eine Notiz-App irgendwo, wo ihr halt zeichnen könnt oder so. Oder ihr nehmt euch ein Papier, schreibt ihr immer das auf, was ihr halt schätzt. Und der, der am nächsten dran ist, kriegt einen Punkt. Und gewonnen hat, wer zuerst 10 Punkte hat. Okay. Das ist super easy. Wie hoch ist der Höhenunterschied im Amazonas? Tiefster bis höchster Punkt. Ach du Scheiße. Das war der Amazonas nochmal. Das wird jetzt ganz unangenehm. Alright, quite simple. Ach du Scheiße, das wird so wack sein. Ich hab gar keine Ahnung. Es sind 5170. Oh, well, das ist echt viel. Karl! Wie viele Follower hat Justin Bieber auf Instagram? Oh mein Gott, sowas weiß halt Kevin wieder. Ja, aber wirklich. Wie viele Menschen ungefähr? Ich hab was. Ich vertraue auf mein. Ich vertraue eine Milliarde Follower, oder? Ich hab was. Ready? Ja. 65 Millionen. Okay, ich hab's 200 Millionen ist zu viel. Es sind 151 Millionen. Wait, wie viel hat Reese? 200. 200 dann Millionen? Ja, das sind mehr Leute als in Deutschland leben, oder? Holy shit. In welchem Jahr wurde die erste Weihnachtskarte produziert? Was ist eine Weihnachtskarte? So, was man per Post schickt. Ja, ja, diese üblichen Weihnachtskarten halt so. Gute Erklärung, ja, Bro. Damit ist gemeint eine Grußkarte mit Weihnachtsmotiven. Chat, das ist ein Punkt für mich, Jungs. Ich sag's dir so, wie es ist. Ich hab Big, ich hab Big okay. Smart Move gemacht. Ich hab auch was. 1, 2, 3. 1405. Oha. Alter, 7, Junge. Ja, 1405. Ja, 1846. Da bin ich, glaube ich, am nächsten. Ja, aber vielleicht haben die so mit ausgequetschten Käfern und so Stempel irgendwas dran. Den Weihnachtsbaum gemacht damit. Wie lange hat Goethe an seinem Faust gearbeitet? Oh. Ja, Digga. Der kommt aus Frankfurt, by the way, Goethe. Shoutout Frankfurt City. FFM ist die Gang. Lange. Ist ja die Frage, ne? Jetzt war extra sehr lang oder sehr kurz bei so einer Frage, I guess. 3, 2, 1, go. 20 Jahre. 60 habe ich. 36. Es sind 64. Oh, what the fuck? Let's fucking go. Der hat immer aufgeschoben, die ganze Zeit. Damn. Wenn die Freiheitsstatue Schuhe tragen würde, in welcher Größe wären diese? Boah, das weiß ich. Was? Halt's Maul. Genau, EU-Größe oder amerikanische Größen? Ja, doch, ich hab legit auch keine Ahnung, wie groß die ist. EU-Größe? 75. 400. Oh, ich bin so bad! Wie viel hast du, Toni? 500. Geil, dann hast du den Punkt, 1143. Ja, okay. Ich finde, für 75 sollte man einen Minuspunkt bekommen, weil das ist einfach eine lächerliche Antwort. Ruhe bitte. Wie viel Vermögen haben deutsche Staatsbürger in Steuerparadiesen wie der Schweiz oder Liechtenstein gelagert? In Milliarden. Also Madeira. Insgesamt? Ja, alle zusammen. Ich muss komplett raten. Ich schreibe jetzt einmal irgendwas. Oh, ich weiß nicht, ob ich die Null am Ende ranmache oder nicht. 500. Mach mal! 100. 500. Kriegt Toni den Punkt mit 350. Mann, Antonia, ich schwöre, du kennst die Antworten. Was ist die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Venus? Arm, ja, Venus. Ich weiß nicht mal, ob die heiß ist oder nicht. Oh. Minus 100. Oh mein Gott, ich gewinne das auch noch, oder? Die Venus ist doch übel heiß, oder nicht? Es sind 460 Grad. Warte, wie viel waren es? 460? Ja. Ich bin 510 weg. Ja, und ich bin 560 weg. Toni hat die Scheiße so. Guck mal, wie kann man. Das ist so unfair, dass du einen Punkt kriegst, wo du sagst, Minusgrade. Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Wie viele Länder? Ich meine, es gibt so auch voll viele kleine Länderbumses-Dings. Komm, okay, das kann doch erste Punkt sein! Ich habe komplett reingechoked. 164. Oh, ich habe 1200. Es sind 195. Ich bin jetzt 29 weg. Ich habe eine Zahl umgedreht. Erste Punkt. Toni, was ging bei 1200? Ja, es gibt 6500 Sprachen. Ja, aber die meisten sind so Fake-Sprachen. Ja, aber es gibt 6500 Sprachen. Deswegen habe ich halt gedacht, so, jo, irgendwie sowas. Okay. Aus wie viel Kräutern wird Jägermeister hergestellt? Oh. Digga, Janik hat so 6 Flaschen zugeschickt bekommen auf den Nacken, wenn er die Frage mit reinnimmt. Aus wie vielen leckeren Kräutern wird der fantastische Jägermeister hergestellt? 28. 92. 42. Oh mein Gott! 28, oh, warte mal. 56. Das heißt, ich bin am nächsten dran. Oh, easy clap. Wie kriegt man überhaupt so viel Kräuter her? Ach, die Berge oder so. Sau unnötig, oder? In welchem Jahr fand das erste Treffen der anonymen Alkoholiker statt? Oh, perfekt. Ja. Ich war anwesend. Mein Jahr ist leicht kritisch, aber es ist einfach mein Guess. 1945. 1963. 1890. Dann Punkt für Kevin, 1935. Damn, bro. Als ob sie sich nicht schon... Nein, haben doch schon Safeport in Great Britain. Haben sich doch früher schon welche getroffen. Eigentlich war es klar, dass es nicht zu früh war, weil da war das noch nicht so... Da sind Leute noch nicht so... Aber haben sich noch nicht so geöffnet, weißt du? Wie viel Liter Kunstblut ging für beide Teile des Kultfilms Kill Bill drauf? Noch nie gesehen. Ich kenne den Film nicht mehr. Natürlich. Ich hab den ersten Klassiker gesehen. Hast du ihn geguckt auch? Ja klar. Eins oder zwei? Oder beide? Na, für alle Teile halt. Es ist gemeint, die Produktion, oder? Also wenn die jetzt einen Take dreimal drehen müssen und dreimal Kunstblut, dann zählt das alles mit dabei. So ja, ich denke schon, ja. Oh Gott, ich hab viel zu sehen. 2.900. Es sind 1.700. Also oh, let's fucking go!
Imagine, es würde kein Kunstblut geben, einfach. True, so ein Kind opfern. Yo. In welchem Jahr wurde Lucky Luke zum Nichtraucher? Der belgische Comic erschien das erstmals 1946. Und der musste jemand aufhören zu rauchen? Arme ja. Sau. Ja, klar, weiß keine Ahnung warum. Ich dachte, jetzt ist der Luke Mockridge gerade, Alter, holy shit. 1985. 2006. 2002. 2008. Ja, Punkt für Karl, es war 1982. Oh, ich bin wow, so schade. In den USA gab es nämlich so zu dieser Zeit auch halt diese Anti-Raucher-Kampagne. So eine sehr spezielle Anti-Raucher-Kampagne. Und deswegen rauchen auch kaum noch Zigaretten in den USA. Wie lange kann eine Schnecke schlafen? Ja, wie lange kann eine Schnecke schlafen kann? Ich meine, ein Mensch kann ja auch irgendwie 200 Stunden schlafen, I guess. So. Nee, am Stück. Hindert dich ja nichts dran, oder? Ja, also nicht, wenn sie halt tot ist, dann schläft sie für immer. Vielleicht essen muss und dann der trinken muss und dann... Ja, okay. Die ist ja auch langsam, ne? Die ist ja nicht... Die hat nicht viel zu tun. Am Tag. Ich habe 8 Tage. Ich habe 3 Wochen. 48 Stunden. Jetzt muss man wissen, was 400 Stunden in Wochen sind, aber es sind 3 Jahre. Ah, Mann, das ist jetzt eine Frage, dicker Bullshit. Ja, ich liebe Wintern oder so ja auch. Ich schau mir so Bad Rates an, Alter. Bro, aber was ist das für eine Schätzfrage, so, Dicker? So, ist nicht Jahre? Ganz ehrlich, das ist ja nichts. Das ist ja fast eine Schätzfrage, I guess. Nee, das ist eigentlich eher eine Wissensfrage. Allgemeinwissen. Das ist eine Fangfrage. Das ist einfach eine Scheißfrage. Wie viele Menschen haben in Deutschland einen Fernseher? Zu viele. Wie viele Menschen? Okay, was zählt jetzt, wenn ein Hausland ist mit 4? Zählt dann jeder Einzelne? Ja, das ist doch wichtig. Ich glaube, dass wenn Cindy und ich würden als 2 zählen. Ja, I guess ja. Ja, doch. Ja. 72. 75. 52. 65 Millionen. Das sind 58,18 Millionen. Halt! Also ist mein Punkt. Fuck, ey. In welchem Jahr wurde die erste Episode South Park ausgestrahlt? Alright, easy clap. Easy clap. Oh, ich hab meine Tasche im Chat gewesen, Alter. Ich hab noch nichts. 2000. 1990. 1987. 97. Ich bin dumm. What? Dann hab ich. Ich bin so blöd. Stimmt. Ja. Viele Menschen sind beim Versuch, den Mount Everest zu besteigen, gestorben. Okay, das war just don't die. Also, actually don't die. All the time just quasi. Just respawn, lol. Wie belastend das ist. Du denkst, du machst das Ding deines Lebens und dann stirbst du einfach. Du wirst vom Bus überfahren, der so losfahren will. Alle sind so richtig hyped. 100. 3? 3? Eine 3 war bei mir in 3D geschrieben. Imagine, der Typ hat mehr Punkte als ich. Punkt an Reese, 300, genau auf den Punkt gelandet. Mach schon! Wow. Nee! Das gibt einen extra Punkt! Das gibt einen extra Punkt! Wie viele Mordversuche überlebte Fidel Castro? Fidel who? Ich muss kurz in den Modus gehen. 9. 15. 35. 9. Ich wollte das 17 oder 14 machen. Punkt an Reese, es waren 638. Was zur Hölle? Okay, Bro. Ja, das ist fake. Das ist nur so für einen Flex. Was nimmt er denn als Mordversuch? Ja. Wenn jemand boxt oder so, weißt du? Wie viel Liter reinen Alkohol konsumiert statistisch gesehen jeder Russe im Jahr? Halbe Flasche Wodka pro Abend. Ich meine, ist ja schon unterschiedlich. Boah, ich hab gar keine Ahnung. Wenn du einen Liter Jägermeister trinkst, mit 30% als Beispiel, dann hast du halt 300 Milliliter getrunken. Rein Alkohol. Ah, okay. Ich hab das Gefühl, in meinem Kopf ist gerade viel zu wenig. Ey, wenn ich das jetzt zeige, lacht ihr mich aus. Aber das ist das, was meine Rechnung ergeben hat. Nee. Keine 140. 80? 35. Es sind 16 Liter. Ich wollte erst 10 nehmen, aber da habe ich 20 genommen. Meine Fuck, ich habe eine Wodkaflasche pro Person pro Woche gerechnet. Hoch und dann runtergerechnet auf den Alkohol. Ja, so ähnlich auch gerechnet. Das teuerste Buch der Welt wurde für wie viel US-Dollar versteigert? Bestimmt so eine alte Bibel oder so ein Scheiß. Ja, safe goal. Boah, kann sein, dass ich jetzt way off bin. Wahrscheinlich bin ich way off. 160 Millionen. Ja, wirklich. Ich habe 5 Millionen. 2,1 Millionen. 30,8 Millionen. Antonia, 8. Ernsthaft? Hä, so wenig? So wenig, so viel macht Karl in einem Boden. Nee, aber es gibt Bilder, die werden für 200 Millionen versteigert. Safe, hätte ich. Wer liest denn aber auch Bücher? Der Demand für Bücher ist doch viel geringer. Wie sucht man eine Einfache das hawaiianische Alphabet? Keine Ahnung, was die überhaupt für ein Alphabet haben, ehrlich gesagt. Haben die mit so verschiedene Wellen-Emojis und so Palmen. Die haben nur so eine Emoji-Tastatur einfach. Die haben einfach eine Palme im Alphabet. 16. 35. Das sind 12. Oh, Gang. Oh mein Gott. Ja. Ich wüsste, es so, willst du zu mir rüberkommen? Ist das so? Crying Laughing Emoji. Time Emoji, Welle, Welle, Joy Emoji. Das heißt, hey, willst du rüberkommen? Das ist eine richtige Joy. Gib so ein Omega-Lull. Wie viele Bandscheiben hat ein Mensch? Oh, da kann man auch echt nicht zählen. Wo die Bandscheiben sind. Okay, da will ich nichts verraten. Ja, ich bin irgendwo unten jetzt anscheinend. Ich muss jetzt irgendwas raten. Ich meine, dass ich mal da so eine Zahl gehört hätte. Kann aber auch sein, dass es irgendwie die Zähne von einem Wolf sind oder so. Aber 8.
16. 24 und nehme ich eine Wirbelsäule gemalt. Also ich kann Tonys Chat sehen. Hallo Chat. Punkt Therese, es sind 23. Oh. Abgezählt. Oh. Ja, ich habe gedacht, an jeder Seite sind so vier Bandscheiben oder keine Ahnung. Du hast so diese Wirbel und dazwischen, zwischen den Wirbeln ist immer so eine Bandscheibe. Wie viele Neuwagen werden täglich in Peking angemeldet? Ich weiß nicht, ob die großen Neuwagenmarkt haben, alle gebraucht kaufen oder so. Am Tag. Peking ist in China. Ey, ich nehme die erste Zeit, die ich im Kopf hatte. Fuck it. Mein Punkt, Baby. 10.000. Ich habe 505. Mein Punkt an Reese ist in 1.000. Okay. Ist Peking nicht fucking big? Ja, ist doch China, oder? Das sind überall Chinesen. Es ist doch China. Da sind überall Chinesen. Weil das ist der Grund, warum die Stadt groß ist einfach. Wie viele Hotdogs hat der derzeitige Weltrekordhalter in 10 Minuten gegessen? Alter, Charlotte Jumbo Schreiner. Wurst und Brötchen. Nee, nur Wurst, glaube ich. Ich denke Wurst. Es ist Wurst und Brötchen wahrscheinlich. Karl, Schau mal, wie ich die Wurst esse. Oh, fuck. Wurst und Brötchen, habe ich gerade gegoogelt. Okay, warte, lass mich das mal. Dann habe ich viel zu viel und ich hab jetzt Brötchen. Ich hab jetzt. Oh, Gott, danke schön. Genauso. 62. 30. Als ob man in 10 Minuten so viel essen kann. 75. Oh, Kevin, als ob man so viel essen kann in der Zeit. Nein, Forscher meinten, dass er sogar 83 hätte essen können, zeitlich gesehen. Ganz kurz, was sind das für Forscher? Wer forscht sowas? Hamburg wird wegen seiner vielen Brücken auch Venedig des Nordens genannt. Wie viele hat die? Das sind halt nur Leute, die in Hamburg selber wohnen. Wie viele Brücken? Oh, jetzt wird Niklas im Chat ausflippen, wenn wir nicht hingucken. Wie viele Brücken? Also auch so kleine Brücken, große Brücken. Was zählt Brücken da genau? Ja, zählt es auch, wenn ich eine Privatbrücke habe von meinem Grundstück zum Pier zum Beispiel? So ein Holzbrett über den Bach. Ja, zählt sowas? Brückesbrücke. Ich glaube, actually, Kevin. Holy shit, actually fucking stupid. Es sind 2500. 82. Sind mehr als wenig Amsterdam so Stockholm zusammen. Blöd. Echt? Machen wir einmal mit Punktabzug für die nächste. Mit einer nochmal ein bisschen Batschi bekommen. Wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft. Gut, aber ein Freundschaftsspiel ist ja auch ein offizielles Spiel. Ist ein offizielles Spiel. Ich verwechsel die gerade in meinem Kopf mit Rudi Völler leider. 301. 110. 150. Punkt für K ist 103. Oh, smart! Sind im Punkt ist ja richtig mies. Ja, Kevin, RIP. Wie viele Sonnenblumen gab es in Van Goghs dritter Version des Gemäldes Sonnenblumen? Die dritte Frage nochmal hören. Die erste, zweite kenne ich, aber die dritte. Der hätte ich auf Anhieb gewusst, wie viele. Van Gogh, Digga, der hat doch eh so einen Schaden. Sonnenblumen, Van Gogh. 100. Ja, nein. Punkt für Kevin ist ein 12. Dann hat Kevin ja seinen Minuspunkt ausgeglichen. Ach, das ist schon die erste Episode von The Simpsons ausgestrahlt. Die erste Episode von The Simpsons? Ja. Alright, fertig? Komm, hopp, Reese, hopp. 93. 92. Oh mein Gott. Punkt für Reese, es war 89. Was ist jetzt der Punktestand ohne meinen Minuspunkt? 6, 9. Was ist die Lebensdauer einer Libelle? Männlich oder weiblich? Jo. Wo lebt die? Europa oder Südamerika? Meinst du die afrikanische Libelle oder die mittelafrikanische? 6 Monate. Ich hab 3 Jahre. Dann ist Kevin näher dran. Es sind 5 Wochen. Dann steht's jetzt 6, 6, 6, 9. Real Talk, wir machen es jetzt nicht, weil du es nicht gehört hattest, aber wir hatten wirklich alle drei gesagt, für diese Runde jetzt, okay, für diese eine Runde. Ja, okay, ich hab's wirklich nicht gehört, aber wir machen keinen. Ich würde es auch so jetzt auch nicht mit. Ja, okay. Wie schwer war das Schwerste, was ein Mensch jemals nur mit seinen Haaren gezogen hat? In Tonnen. In Tonnen? Da fangen wir schon mal an. Die Lösung ist 0,00005 Tonnen. Ja, genau. Wie viele Tonnen wiegt so ein Auto? 50 circa. So jetzt schätzungsweise. Ja, 100 bis 200.000 Tonnen. 50 bis 6.000, ja. 6 bis 7 Millionen Tonnen. So Trios, ne? Kommt doch an, wer im Auto sitzt. 2 Tonnen. 6. 10 Tonnen. Punkt für Reese ist ein 12,2. Was? Ja, es war so ein blöder, es war so ein blöder Truck. Wann entdeckte Christopher Columbus die neue Welt? Amerika. Ja. Okay, ja. Ja. Schon mal alle Leute, die auf mich gewettet haben, Alter. Easy. Das war's an der Stelle. Antonio, du weißt es halt safe, ne? Ich weiß es ja. Okay, 2005, ja. 2005. Ey, das ist aber mein Humor, Alter. 1492. So alt! Ah, oh, wow. Ja, ich hab Schule geschwänzt. Sorry. Ja, Punkt. Ja. Satisfying. Was war's denn? Straight Hit, oder was? Ja, ja. Ey, ich war jetzt mich letzter. Was ein Scheiß. Ich würde aber auch sagen, ich gönn's dir herzlichen Glückwunsch, aber das ist keine Schätzfrage. Ja, also ich sag mal, der Grad zwischen Wissensfrage und Schätzfrage ist schmal. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, ja.